Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Heute wollen wir mal unsere Hurricane weiter testen. Und ich habe hier eine DD4 von 10 Zeit ausgescannt. Beim letzten Mal waren wir ja in einer 3 von 10. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe nebenbei wieder Sister Probe offen, um zu sehen, welche Gegner wir haben und was die Trigger sind. Und da gucken wir jetzt mal, dass wir hier zügig unser oder diese Site hinter uns bringen. So, unsere Probes können wir mal zurückholen. Und dann sind wir am Gate. So, wir springen rein, den an, ich gucke noch mal ganz kurz das Fitting an, alles gut, alles läuft, 103 HP, pro Sekunde, okay. Gut, 40 Kilometer, passt. So, wir stellen auf Kampf um. Und wir haben hier direkt die Großen in Reichweite. Wir gehen auf Gegenkurs, damit uns die Kleinen nicht kriegen. Und wir schalten jetzt erstmal die Großen aus, um möglichst den Schaden hier zu reduzieren. Gleichzeitig greifen wir mit den Drohnen die Kleinen an. Genau, wir sehen, wir kriegen hier schon ordentlich Schaden in den Schilden. Aber ich denke, das ist noch okay. Es ist deutlich entspannter als beim letzten Mal, würde ich sagen. So, damit ist der erste hin. Wir greifen mit den Drohnen den nächsten kleinen an. So. Okay. So, dann gehen wir hier mal auf die Kleinen erstmal. Schalten die fix aus, weil die kommen uns sonst zu nah. Und dann können wir wieder in Gegenrichtung fliegen und uns den Großen weiter widmen. Genau, was machen meine Drohnen? Da hatten wir beim letzten Mal ein bisschen Pech gehabt. Die werden doch jetzt nicht unbedingt auf den Großen hocken. Das wäre natürlich wieder typisch. So, hier haben wir die Kreuzer. Okay, wir schicken unsere Drohnen jetzt mal auf den da. Okay, den können wir noch mit wegmachen. Und dann schalten wir hier die Großen aus. So, alle drauf. So, also das ist deutlich entspannter. So, 1, 2, 3. Gut. Also wir sehen schon, wir kriegen ordentlich Schaden in den Schilden. Aber bis jetzt ist das alles noch gut tankbar. Und ja, wir könnten auch noch deutlich weiter rausfliegen und damit den Schaden, den wir kriegen, reduzieren. Aber ich denke, im Moment ist das so in Ordnung. Und sehen schon hier, unsere Drohnen zerlegen hier den nächsten Kreuzer, während wir uns um die Schlachtkreuzer kümmern. So. Wenn die beiden weg sind, denke ich, haben wir auch mehr Tank, als wir momentan verlieren. Und wir sehen auch, wir verlieren gerade so
Naja, es hält sich gerade so die Waage. Also sobald einer von beiden weg ist, denke ich, haben wir wieder eine Tank-Regeneration. So, da ist der nächste Schlachtkreuzer weg. So, dann nehmen wir erstmal den dort kurz raus. Dann geht es direkt auf den da. Weil wir haben unsere Munition hier unten fast aufgebraucht. Deshalb würde ich jetzt den da schnell wegschießen, bevor wir hier nachladen müssen. Also wir unterstützen unsere Drohnen noch so weit, wie das hier geht. Genau, jetzt fangen nämlich die Geschütze an, nachladen zu wollen. Und ja, dann können unsere Drohnen gleich alleine hier weitermachen. Und wir schießen auf den Kollegen. Okay, in der Zwischenzeit nähern wir uns schon dem Gate an. Die beiden können schon mal auf den Battlecruiser schießen. Jetzt kann auch die dritte mitspielen. Und das Schöne ist ja hier, das Nachladen geht deutlich schneller als bei den Raketen. Von daher können wir da auch gleich. Sollten noch die Munition dabei haben. Genau. Die Nuklearmunition reinmachen eventuell. Und in der nächsten Zeit weiter nach außen fliegen. Genau. Also wir machen jetzt sowieso die Nuklear rein. Wir regenerieren uns ein bisschen. Ja, wir können auch mal den Nachbrenner anschalten, sonst brauchen wir hier ewig. Aber wir regenerieren uns hier, dass wir die Schilde wieder aufladen. Unsere Drohnen holen wir zurück. Ich habe jetzt hier die Nuklear reingemacht, damit wir mehr Reichweite haben. Damit wir direkt als allererstes, wenn wir in die nächste Zeit springen oder in den nächsten Raum, wie heißt den Faction Cruiser direkt wegschießen können. So, wir sehen, unsere Orte sind nicht mehr da. Da gehen wir hier oben hin und dann Persönliches, Personen und Orte. Dann macht uns das Ding wieder auf. Zack. So, Standort. So, die können wir erstmal alle löschen. Auch löschen. Ort entfernen. Yep. Und dann sagen wir hier, okay. Ort speichern, das ist die 1. Zack. Haben wir den wieder. Gut. Wir nähern uns hier noch ein bisschen an. In der Zeit lädt sich unser Speicher noch auf. Und unsere Schilde regenerieren sich. Und wenn wir jetzt hier reinspringen in die nächste Zeit, gehen wir direkt auf Gegenkurs, wahrscheinlich auch mit Nachbrenner. Und versuchen dann erstmal gleich das Faction-Schiff aus dem Orbit zu schießen. Und dann schauen wir, ob wir ja, die anderen Schiffe noch kriegen und das Geld einsammeln können. Oder ob wir dann türmen müssen. Weil wir sehen hier auch, leider haben wir keine anderen Stationen im System, an denen wir uns reparieren könnten. Wir könnten also nur wirklich auf die Station fliegen und ich weiß nicht mal, ob die einen Reparaturdock hat. Infos anzeigen. Dienste. Aufbereitung. Reparaturdock. Okay, wir könnten uns also doch hier reparieren. Aber ja, das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. So. Okay. Kampf. Wir haben den Domination. Den wollen wir. Und den versuchen wir jetzt mal möglichst aus dem Orbit zu schießen. Ich habe hier schon unsere Schildhardener angemacht. So, wir kommen hier rein. Wir bleiben weit genug davor stehen. Das ist gut. Wir gehen auf Gegenkurs und haben dort den Domination. So, und dann fangen wir mal an. Feuer drauf. Wir holen uns auch wieder die
Ach du Jemine. Okay, also die schaffen wir nicht mit der Munition. Deshalb gehen wir jetzt erstmal auf die kleineren. So. Drohne starten. Okay, also der Domination macht einfach zu viel Schaden für diese Munition. Aus dem Grund habe ich jetzt erstmal auf die, oder schieße ich jetzt erstmal auf die anderen. So, wir schalten kurz den Nachbrenner an für 2 Zyklen, damit wir auf Geschwindigkeit kommen. Fliegen hier ein Stückchen raus, damit wir den Schaden reduzieren und schießen jetzt erstmal die einzelnen Schiffe hier weg, die Schaden machen. Fangen dann auch von vorne an, hier die Kleinen noch mit wegzuschießen. So, aber die erste größere Einheit ist dann gleich auch weg. So, unsere Schiffe oder unsere Drohnen schießen hier. Ist, oh, verdammt. Ich dachte, wir sind schon durch. Sind hier auch schon fröhlich dabei, die ganzen Drohnen abzuschießen, also unsere Drohnen sind dabei, die Kleinen abzuschießen. Das heißt, sie waren dabei. Zielobjekt angreifen. Komm. Genau. So. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Kleinen hier vorne. Nehmen die raus, dass wir hier ein bisschen mehr. Ja, den Schaden rauskriegen schon. Dort haben wir einen Zerstörer, nee, einen Kreuzer, den wir gleich noch mit zerlegen. So. Und dann ist der Schaden hier schon deutlich reduziert und wir können die anderen Schiffe etwas rankommen lassen. So, der da drauf. So, genau, unsere Drohnen kämpfen jetzt fröhlich. So, wir haben hier keine Trigger dabei. Du machst bitte mal Fusion rein, weil die sind jetzt schon unter die 40 Kilometer oder sind jetzt im Bereich der 40 Kilometer. Da können wir den Schaden jetzt erhöhen. So, 40 Kilometer, das passt. So, wir sehen auch, wir verfehlen den nicht. Und genau, unsere Drohnen kämpfen hier fröhlich. So, wir haben dort den nächsten Kreuzer. Sobald der hier weg ist, unsere Drohnen schießen jetzt auch mit hier drauf, das ist auch ganz gut. Dann gehen wir wieder auf die kleine Munition und fangen an, hier die denen da wegzuschießen. Das sollte dann auch deutlich schneller gehen, wenn wir hier die Fusion drin haben. So. Nein, du schießt bitte mal auf den da. Zielobjekt angreifen. So, wir machen hier die Fusion rein. Dort die Fusion rein. Warum fange ich nicht jetzt schon an mit Schießen? Naja, wir haben das Problem, dass wir halt mit einem Geschütz gegen die Schildwiederaufladerate nicht ankommen würden. Aus dem Grund gehen wir jetzt einfach mal geordnet gegen die Gegner vor. So. Den bitte angreifen. Oh, und wir kriegen jetzt gerade ganz schön Schaden. So. Okay, das nächste Schiff ist gleich in Reichweite. Gucken wir mal, ob wir den schon treffen. Ja, geht. Genau, wir haben jetzt nur noch die großen Schiffe übrig. Drohnen. Was ist los? Keine Lust mehr, großflächig? Genau. So. Okay. Wir haben jetzt da drüben noch ein paar von denen. Deshalb gehen wir mal auf Querkurs. Dann kommen wir näher an die da ran. Beziehungsweise, nee, wir gehen mal eher auf den Kurs dort.
So. Und wir sehen schon, das gibt ordentlich Schaden hier, aber ich denke, wir schießen jetzt hier ein Schiff nach dem anderen weg. Unsere Drohnen arbeiten dort schon an dem. Und ich denke, das wird dann auch gleich der nächste werden. Hier sollte man auch sagen, möglichst Focus Damage auf die einzelnen Gegner. Das heißt, schnell die Schiffe rausnehmen, die Schaden machen, um möglichst halt den Schaden zu verringern, der hier reinkommt. Deshalb gehen jetzt auch die Drohnen immer mit auf dieselben Schiffe, die ich angreife. Einfach damit die zügig wegkommen. Weil wir sehen, wir haben jetzt schon circa ein Drittel, an Schild verloren. Weil wir schießen hier ein Schiff nach dem anderen raus. Aber ja. Okay, das heißt, da wir jetzt momentan zu viel Schaden kriegen, für meinen Geschmack, gehen wir jetzt mal hier auf Nachbrenner. So, Zielobjekt angreifen. Kriegen wir gerade, sind wir zu weit weg, um hier Schaden zu machen. Deshalb laden wir hier wieder Nuklear rein. Wir sehen, unsere Drohnen sind auch ganz gut dabei gegen den Schlachtkreuzer. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, gut, reicht uns. Ach, Krummel. Schießen wir erstmal dort drauf. Ich denke, der Schlachtkreuzer. Ach nee, halt. Das. Alles gut. Können wir drauf schießen. Genau. Unsere Drohnen haben es auch fast geschafft, den nächsten Schlachtkreuzer zu kriegen. Und wir sehen, unsere Schilde haben sich wieder gut regeneriert. Es ist also möglich, wenn man sich hier kurz rauspulst aus der Sache, wieder die Schilde hochzutreiben und dabei auch noch die Gegner zu minimieren. Wie gesagt, den Domination werden wir wahrscheinlich so nicht schaffen. Jedenfalls nicht mit den mit dieser Munition. So. Okay, wir haben es jetzt geschafft, das Schiff abzuschießen. Dann gehen wir direkt, wie gesagt, Focus Damage auf den da. Und ja. Achso, der kann den nicht angreifen, weil wir zu weit weg sind. Yep, alles gut. Und ich denke, jetzt haben wir auch gleich so viele Schiffe gilt, wie wir auch dann gegentanken können. Deshalb können wir jetzt hier langsam wieder reindümpeln. Und wir werfen mal die Mobile Tractor Unit raus, damit die schon mal anfangen kann, das Zeug hier zusammenzusammeln. So, gleich ist der weg. Dann zerlegen wir noch den da. Den Kreuzer weg und gehen aber direkt auf die Fusion-Munition, denke ich. So, Fusion, Fusion und Fusion. Und sobald die hier fertig sind, schießen wir wieder mit da drauf und unterstützen unsere Drohnen. So, den Domination halten wir uns für später auf. Nein, bitte nicht. Den da.
So, genau. Weil wir sehen, wir kriegen schon wieder ordentlich Schaden. Aber ich denke, wenn nur noch der Domination übrig ist, dann ist es in Ordnung. So. Der ist weg. Angreifen und 1, 2 und 3. So, und jetzt haben wir nur noch den Domination dann übrig. Der hier das meiste Geld bringt. So, wir sind auch relativ nah dran, sodass wir sagen können, alles klar, wir sind fast in optimaler Schussreichweite. So, jetzt können auch unsere Drohnen mit auf den Domination schießen. Und wir sehen, der heilt sich nämlich ordentlich gegen. Das macht halt auch richtig gut Schaden, der Kollege. Und ja, die Dinger sind meistens nicht so einfach wegzuschießen, wie man sich das denkt. Aber mit Hilfe unserer Drohnen und unserer Waffen, denke ich, kriegen wir den relativ schnell down. Also schnell im Sinne von, wir haben es gleich geschafft. Weil sobald wir durch die Schilde durch sind, hat er nicht mehr viel. Ihr seht, jetzt geht das richtig zügig. Man muss halt nur die Schilde brechen. Und das ist aber immer so, die Schiffe, die, also je nachdem, welche Tankart das sind, wenn man einmal durch diesen Tank durch ist, hat man es eigentlich geschafft. Was an dieser Weise für Probleme haben kann, ist, dass man, wenn man halt erst die anderen wegschießt, dass dann andere Spieler hier rein warpen können oder auch durch die Tore kommen können und dann die Einzelnen oder den Domination wegschießen. Zum Beispiel ist das ziemlich beliebt mit Nagila oder sonstigen, dass man reinspringt, den Domination wegschießt mit den Drohnen, während man ganz kurz durchfliegt durch die Gruppe und lootet und weg, weil die ganzen anderen feindlichen Schiffe sind auf dem anderen Spieler. Also es wird oft gemacht, dass man dann halt ja, einfach mal die Elite-Mobs klaut. So, wir schauen mal nach, was wir hier drin haben. Speichern, die Nummer 2. Und wir machen dann eine kurze Pause hier im Spiel. Und ich sammle das ganze Zeug ein und sage euch, was es wert war in Summe. Aber erstmal gucken wir noch schnell in das Frack rein, weil das ist immer interessant. Ja, und wieder nichts Sinnvolles. Also hier kann man halt relativ guten Loot finden. Wir hatten ja schon zweimal hintereinander Pech. Gut, dann sammle ich das Zeug zusammen und melde mich gleich wieder, wenn ich weiß, was das Ganze hier gebracht hat. Ich habe jetzt alles eingesammelt und ja, mit den 1,2 Millionen, die wir vorhin eingenommen hatten, also aufgenommen hatten durch den Elite-Mob, sind wir jetzt auf nicht ganz 2 Millionen ISK an Loot gekommen. Das ist natürlich wieder total unterirdisch, also hat sich absolut gar nicht gelohnt. Hinzu kommt aber noch, dass wir ja zweieinhalb, nee, fast 3,5 Millionen ISK an Kopfgeldern gemacht haben. Das ist natürlich schon deutlich entspannter und mehr. Und wir sehen, unser Konto wächst langsam wieder. Ja, aber das sollte es ja auch. Dann schauen wir mal, was wir heute noch so Schönes finden. Ich melde mich dann
gleich wieder, wenn wir die nächste größere Anomalie gefunden haben. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück und wollen jetzt hier noch einen Angel Lookout machen und mal schauen, wie zügig wir da jetzt durchkommen. Genau, jetzt ist natürlich wieder spannend, ob da schon jemand drin ist. Und da schauen wir doch jetzt einfach am besten mal. Ich habe momentan die Fusion drin, da wir damit halt einfach deutlich mehr Schaden machen. Und wir gucken jetzt, ob das gut ist so oder ob wir da vielleicht doch lieber die mit der größeren Reichweite reinnehmen müssen. Ich glaube, es waren die Uranium? Nuklear. Ah. Kampf. Gut, es ist noch keiner drin gewesen. Das ist doch ziemlich gut. So. Genau. Aufschalten. Den machen wir mal an. Das wäre natürlich ziemlich clever. Ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, wer hier die Trigger waren. Ob es hier überhaupt Trigger gab oder ob das einfach die Pockets waren, aber da schauen wir doch am besten mal. Okay, wir nähern uns schon mal dem nächsten Gate an. So, und da hätten wir dann auch schon fast alles weggeschossen, was hier so rumfliegt. Das ging jetzt ziemlich zügig. So, okay. Den können eigentlich auch unsere Drohnen ausschalten. Zielobjekt angreifen. So, und du kannst mal aufhören. Wir laden hier die Nuklearmunition rein. Das geht ja zum Glück relativ zügig. Und beschießen dann mal die Missile Battery. Zack. Zack und zack. Gut. Unsere Drohnen kommen zurück. Wir machen mal den Nachbrenner an. Bisschen zügiger voranzukommen, den können wir ausmachen, weil der einfach jetzt nicht mehr gebraucht wird. So, wir lassen das Ganze noch einen Zyklus laufen, dann sind wir dort, dann laden wir wieder Fusion rein oder Fusions und genau. Alles klar. Ah, eigentlich wollte ich da den Ordner speichern. Ja, ist. Naja. Gut. Okay, den an. Alles wieder auf Kampf. Und dann fangen wir mal von vorne an. Okay. Dolle wird das jetzt hier nicht werden. Wir nähern uns langsam den da an. Weil wir sehen schon hier hinten, die haben eine Reichweite oder Entfernung von 60 Kilometern. Und ja, das wird jetzt nicht ganz so schwierig werden. Da packen wir jetzt gleich unsere Nuklearmunition rein und fangen dann an, hier hinten drauf zu schießen. Reichweite von 72
Metern, also ich denke, das passt. So, bevor die hier irgendwas machen können, also in Reichweite sind, sind sie auch schon weg. Wir sehen ja zwar, okay, die haben den Target Painter auf uns angesetzt, aber naja, sollen sie machen. Solange keine größeren Schiffe in der Nähe sind, die dann auf uns schießen können. Aber wir sehen auch schon, die kleinen Fregatten sind relativ zügig unterwegs und kommen ja auch ordentlich schnell ran. So, jetzt könnte man schon wieder fast auf die Fusion umwechseln, einfach um mehr Schaden zu machen. Aber ja, wir starten mal unsere Drohnen noch mit. Oh, haben wir alle anvisiert? Nein, da ist noch einer. Gut, dann gehen wir jetzt mal dort drauf. Aber es sieht aus, als ob wir den überhaupt nicht treffen. Ist er wirklich zu nah ran? Gut, aber wir können jetzt schon mal unsere Mobile Tractor Unit rauswerfen. Genau. Und dann holen wir uns hier hinten den Angel Control Tower, während unsere Drohne hier fröhlich den Rest erledigt. Vielleicht kurz drauf schießen schon, oder nee? Muss, glaube ich, vernichtet werden. Wir hätten auch nochmal nachladen können vorher. Wo ist er? Er ist hinter uns. Dann sagen wir jetzt, okay, wir gehen mal kurz auf den Nachbrenner. Damit wir einfach ein bisschen mehr Entfernung zwischen uns und die Schiffe kriegen. Und dann auch wieder ein bisschen besser treffen. Obwohl unser Drohne das hier schon ziemlich gut macht. Ort speichern, du bist die 2. Achso, ja, geht nicht. Ort speichern, du bist die 2. Abschicken. Zurück zum Drohnenhangar. Sobald die hier da sind, springen wir mal ganz fix zur nächsten Station. Fusion und Fusion. Warum tue ich das jetzt? Naja, ganz einfach, damit wir nochmal schnell in die Zeit reinhüpfen können, weil wenn wir jetzt zum
Punkt 2 springen wollen, würde uns sagen, oder würde uns direkt zum ersten Gate schicken. Und wir können dann von dort aus nochmal in den ersten Pocket reinhüpfen und dort noch unsere Mobile Tractor Unit rauswerfen. So. Genau, also ihr seht, der Angel Lookout war absolut gar kein Problem. Ich denke, damit ist dieses Fitting hier auch ja, abgesegnet für das HiSec-Rating. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld übrig haben demnächst, werde ich wohl mal versuchen, dass die Rapture nochmal neu zu fitten, weil ja, so ganz gefällt sie mir nicht, wie sie momentan Schaden austeilt. Und dann können wir mit der Rapture ja auch mal ins Low-Sec springen und dort ein bisschen Ratting betreiben. Aber nicht das Belt-Ratting, wie wir das mit unserer kleinen Treasure gemacht haben, sondern schon das Ratting in Anomalien. Wo wir dann einfach sagen, okay, wir zerlegen jetzt fröhlich die Sites. Aber da muss ich noch ein paar Erkundigungsrunden fliegen, in denen dann einfach gesagt wird oder geguckt wird, wo wenig los ist, wenig ja, Leute unterwegs sind, wo man halt auch zu den Zeiten, wo ich dann die Aufnahmen mache, ganz in Ruhe retten kann. So, gut. Ihr seht, sonst ist hier nicht viel im System. Und ich würde jetzt hier ganz kurz noch die Sachen alle einsammeln. Natürlich mein Salvaging-Schiff nicht in der Nähe. Und ja, aus dem Grund fliege ich jetzt hier einfach mal durchs Gate und gucke, wie weit die andere Mobile Tractor Unit ist. Mit einsammeln und wenn hier alles dann zusammengesucht ist, melde ich mich gleich nochmal und dann haben wir eine ganz kurze Auswertung, wie das jetzt ja, oder wie gewinnbringend das Ganze jetzt war. Wir können ja nochmal ganz kurz, während wir darauf zufliegen, auf unser Fitting gucken. Wir haben hier eine eingeschränkte Wirkung, ja, ganz klar, weil wir einfach davon mehrere Module haben und in der Beschreibung steht ja auch drin, dass mehrere Module können sich negativ beeinflussen. Also das ist schon in Ordnung so. Und ich denke mit 330 DPS, inklusive natürlich der 56 DPS der Drohnen, ist das völlig in Ordnung. So, wir sehen, die Mobile Tractor Unit war schon ziemlich fleißig. Und ja, da können wir hier auf die beiden, die noch nicht so nah ran sind, da können wir schon mal auch nochmal unsere Drohnen losschicken. Also das mache ich immer gerne mal, wenn die Mobile Tractor Unit dann halt ein bisschen unterstützt werden soll, weil sie damit dann halt auch deutlich zügiger die ganzen Sachen ranziehen kann, wenn sie nicht die ganzen Sinnlos-Fracks, die leer sind, ja auch mit ranziehen muss. Lohnt sich nicht, wenn man das Salvaging-Schiff in oder Salvaging-Drohnen in der Nähe hat oder dabei hat. Dann ist das natürlich sinnlos. Ah, halt, das war verkehrt. Ich wollte ihn eigentlich angreifen lassen. Genau. Naja, toll ist noch nicht. So. Okay, wir haben das hier. Und okay, der nächste ist dann auch die letzte, die wir hier haben. Und dann sehen wir gleich, was es hier in dieser letzten Pocket gegeben hat. Aber irgendwie wundert es mich, dass hier noch nichts dazu kam. Also keine Schiffe, nachdem wir die Station abgeschossen hatten. Waren die vorher schon gespawnt oder? Können wir noch mal ganz kurz bei Sister Probe reinschauen.
Isaac, Angel Combat Sites. Und ich mache das jetzt hier ganz schnell nochmal. Okay, die Fechtstoffregatte spawnt nur manchmal. Ja, und sie hat natürlich auch keine Eskalation ausgelöst, weil keine Faction-Fregatte da war. So, jetzt ist hier alles ran und wir sehen, im zweiten Pocket haben wir gerade mal 500.000 ISK gemacht. So. Ich suche jetzt noch den von der ersten und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. Und da haben wir auch schon alles zusammen. Wir sehen insgesamt 600, knapp 30.000 ISK plus die Bounties, die jetzt aber noch nicht da sind. Ach, da sind sie. Pünktlich. Also eine knappe Million ISK, wenn wir das alles verscherbeln und verkaufen. Also auch wieder nicht so ganz erfolgreich. Genau. Vielleicht habe ich jetzt, wenn ich ein bisschen offscreen weiterspiele, mal irgendwann Glück mit dem Loot. Das würde ich euch dann gerne mal in einer der nächsten Folgen einspielen. Sollte es dann doch passieren, dass ich mal was Gutes finde. Bis jetzt habe ich mit dem Charakter aus irgendeinem Grund immer Pech gehabt. Genau. So, also sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und da würde ich mal versuchen, eine Angel-Nachtwache zu finden und die dann auch zu fliegen. Mal sehen, ob wir das schaffen und ja. Und ob wir damit halt dann auch halbwegs zügig durchkommen, sage ich mal, weil Fliegen und Fliegen ist ja immer ein Unterschied, wenn wir so lange in den einzelnen Pockets rumeiern, die da ja vorhanden sind, dass man derzeit auch zig Missionen hätte fliegen können, ist das natürlich nicht effektiv. Und daher lernen wir unser Schiff ein bisschen besser kennen und ja, werden dadurch auch deutlich zügiger. So, dann bis zum nächsten Mal und ja, fliegt sicher und schaut wieder rein. Auf Wiedersehen!